Herzlich willkommen zurück zu Mario und Rabbids Sparks of Hope. Wir sind hier bei Professor Wunderlich mit einem neuen Rätsel. Und zwar, die Vergangenheit ruft Bipo, du wirst mir helfen, eine Antwort zu finden. Ich bin dafür, dass hier irgendwo, das erkennen wir uns, glaube ich, schon. Auf jeden Fall, dass hier irgendwo ein Rätsel ist. In einer Trillers übersetzt ist der von Kammer der zwei Söhne die Rede. Ihr werdet es besser verstehen, sobald ihr das Rätsel gehört habt. Der König heftet den Stern seinen Lieblingssohn an. Der Ausgestoßene läuft davon, sehnt seinen neuen Morgen heran. Oh, warte mal. Nur zu. Okay. Der haftet deinen neuen Morgen heran. Wir wissen, dass es das falsch ist. Ich würde sagen, das ist der Vater. Weil das ist der Älteste. Sorry an alle alten Leute, aber das ist vielleicht nicht so, was ich meine. Weil er eigentlich nur... Weil eigentlich nur der hier den oder den angucken kann und das ja falsch ist, muss der ja der Vater, gibt er seinen Stern irgendwie hier ab. Den Stern gibt er ja irgendwie seinen Lieblingssohn. Und der Lieblingssohn ist der hier. Oder ist das der da? Nee, auf dem Gemälden ist doch immer Herkules, also Barkules. Und der eine hat doch immer darauf geschaut, oder war das nicht so? Aber so ist es falsch. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber es ist richtig. Sterntrank erhalten. Du hast einen ersten neuen Sterntrank? Okay. Na gut, ich wollte eigentlich, dass der hier den anschaut, war irgendwie klar. Aber dass der den vielleicht so anschaut, weil ich würde, ich sonst hätte schräg gemacht. Halt so, den nach da, aber das ist ja auch, aber ich verstehe das nicht. Aber egal, wir haben es geschafft. Der Rest ist mir egal. Von daher gehen wir hier rein und gehen weiter, aber oh, wo sind wir hier? Oh, was ist das denn? Verschlossene Röhre. Ein wirklich riesiger Gumba. 4 von 12 Spark. Ach Gott. Okay, ich glaube, dann gehen wir erstmal hier runter. Und gehen mal in den ersten Kampf des Tages heute. Und meine Kopfhörer spielen wieder verrückt und ich brauche echt neue. Spiel? Weiter? Hallo? Also das Team verwalten wäre nicht mal schlecht. Weil wir fast alle tot sind. Scheiße. Ist der wirklich... Okay, Rabbit, weißt du was? Ich muss jetzt ein bisschen auf dieses... Ja. Komm gehen. Ich glaube, ich war auch noch mal ein bisschen im Skilltree, muss ich gerade ganz kurz sagen. Das vergesse ich immer. Und der Spielton ist bei mir so leise und manchmal so laut. Ich glaube, ich habe den einen geupgradet, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Den können wir machen. Ja, ich habe, glaube ich, hier ein bisschen geupgradet. So, Peach will ich gerne das hier machen, aber... Kommen wir nicht. Oh mein Gott, Mario hat 5, habe ich gesehen. Und dieser Spielton heute, der ist anders cringe. Bombe, let's go, alle heilen. Okay. Energie, komm sofort. Auch mit dir. Dann machen wir das mal so. Ja, die zerstören, war klar. So, dann komm mal her. Nein, nein, nein. So. Dann gehen wir mal zu diesem Kerlchen hier. Das ist der Bogentyp, glaube ich. Machen wir die Special-Attacke, Sturmklinge.
Aber ich finde es einfach krass, dass wir den einfach so bekommen haben, ohne irgendwie noch so zu diskutieren, wer das ist, wer dieses mysteriöse Wesen ist. Und ja. Da würde ich gerne mit Rabbit Luigi hingehen. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich glaube eher nicht. Deswegen gehen wir erstmal hier so rum. Während ihn dashen. Aktiviert die Sturmklinge. Zerstört den hier. Okay, ich muss auch mal wegen den Sparks mal schauen, Leute. Ob ich die upgraden kann. Weil ich glaube, ich kann die schon upgraden, nur ich habe das mal vergessen. Okay, wir haben das in einem Zug geschafft. Krass. Muss ich ehrlich sagen. Und wir haben uns auch ein bisschen geheilt. Das war eigentlich auch mein Plan, dass ich Rabbit Peach jetzt etwas nehme, um uns etwas zu heilen, weil wir fast tot sind. Okay, hier hoch wollten wir hier hoch. Hoppala! Ah, hier ist wieder sowas. Ja. Claudiosa. In diesen Kreaturen steckt das Erbgut von Katzen, weshalb sie mit beeindruckendem Raubtierinstinkt ausgestattet sind. Wenn sie angreifen können, werden die verfetzt und ja. Ja, ob ich das wieder am Ende vorlese, so als richtigen Museum-Part, war das ja damals. Können wir mal drüber reden wieder. Aber ich denke schon, dass wir es vorlesen werden. Grüne Ringe? Okay, warte mal. Was macht der denn da? Hallo? Hä? Woher, wo waren die? Okay. Kannst du da hinten? Okay, wir haben es geschafft. Oh, wir bekommen so eine grüne Kiste. Grüne Herausforderung, Münze. Okay, gut. Hat uns das echt nichts gebracht, bis auf ein paar Münzen? Ja. Wir sollten unbedingt auch mal Mario irgendwie heilen, weil Mario hat nur noch einen KP, weil ich ihn ein bisschen zu, weil Keramikpanik habe ich ein bisschen töten lassen. Naja, auf jeden Fall bisher kommen wir eigentlich echt gut voran. Muss ich ehrlich sagen. Und hier ein Bauerblock. Oh. Ich weiß gar nicht, wo wir sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder? Weiß es nicht, sind wir am Tor? Und warte mal, wo war denn, ah, hier war die Tür. Okay. Kämpfen wir gegen den ersten Claudidos. Zwar nicht Riesen, aber dennoch. Wir haben, glaube ich, irgendwas mit 600 KP und haben dennoch Angriffskraft mit 300. Das ist schon okay. Wir bleiben bei diesem Team. Ah ja, Mann, ich bin immer noch auf den alten eingewohnt. Ja, Peach, ja, deine, das kannst du mal machen, das weißt du doch. Nein, ich vergesse immer, ich darf das nicht machen. Ich darf das niemals machen. Oh yeah! Landeanflug! Ich seh dich! Alice sagt die Kamera, oder? Ja. Machen wir? Ich mag die Animation, aber irgendwann gehen wir häufig auf den Sack. Sorry.
Minus 1. Ja, machen wir einfach. Kurz. Machen wir. Ja, ob wir den jetzt... Frage, es kann er mich angreifen von hier. Na. Dann ganz ehrlich, dann machen wir lieber nächste Runde richtig Power-Angriff. Na los. Und zerstören die. Weil ich glaube, die können wir rasen rein, oder? Ja, die können wir rasen rein. Ja, guck mal. Da wir die Raser rein können, ist das so OP. Dann mache ich mit Rabbit Peach das. Greife von hier hinten an. Hol gleich die Sturmklingel. Sturmklingel und fertig. Machen wir noch das da, um das jetzt endlich zu 100% töten. Und so, jetzt müsste er sterben, weil egal, wenn er sich bewegt. Oh, vielleicht muss er sich gar nicht. Doch, er muss sich bewegen. Dachte ich mir aber auch. Dachte ich mir. Und ich muss da endlich schauen wegen den Sparks, weil ich die kann ich safe auch upgraden. Oh, wir haben einen Superfeld behalten. Ja, also von dem muss ich ganz ehrlich sagen, nicht schlecht. Nicht schlecht. Die können wir gerne gebrauchen. Oh. Okay. Restauriere passende Bilder. Ich habe gehört, dass Augie wieder mal in der Tinte sitzt. Hilft ihm, das Gesicht zu wahren, indem ihr das Rätsel löst. Oh, ein sprechender Brunnen. Wir sollten das Rätsel unbedingt lösen. Vielleicht haben wir dann ja einen Wunsch frei. Ein Rätsel und Leute, ich... Nur mal so überlegt. Ich weiß nicht, wann die Bilder, aber ich glaube, das gehört schon hierhin. Das habe ich nur gemerkt wegen diesen... Ah, wir müssen um die Randung. Wir müssen um die Umrandung sehen. Guck mal, das ist lila. Ah, okay, das ist doch einfacher, als ich dachte. Oh, der hat da irgendwas Gelbes runter, so. Könnte passen. Warte mal, haben wir das Kretzi gerade im Durchflug gelöst? In ersten Versuch? Ein Spark! Ey! Ich hab dich befreit! Oha! Ja, nee, den holen wir uns jetzt ganz schnell. Ah, diese Ladezacke. Oh. Ey, wo sind wir? Auf welcher Insel sind wir? Oh mein Gott, du Opfer! Okay, dich befreie ich gleich, keine Sorge. Aber wenn ich mich mal fragen soll, auf welcher Insel bin ich hier? Ich bin am Ende der Welt. Ah, oh nee, da ist Strahlestrand. Und das Augie. Kavarboom. Okay, Special Mission heißt das. Und jetzt nehme ich, glaube ich, mal ein paar andere. Soll ich das Team vielleicht auch heilen? Nee, ich bin so... Münzen, nein, ich darf keine Münzen ausgeben, weil es unnötig ist. Zerstöre Fenstertor. Okay. Der arme Spark wird hinter dieser Barriere gefangen gehalten. Reißen wir sie nieder, um ihn zu befreien. Das ist nicht unser erstes Bobomb-Rodeo. Erstens Rasereiangriff auf sie ausführen. Zweitens sie hochheben. Drittens auf die Barriere werfen. Den Vorgang bis zum gewünschten Ergebnis wiederholen. Okay. Und weißt du was, Leute? Wir bleiben aber mal bei diesem Team. Gebe ich ganz ehrlich zu. Oh,
Na, Peach würde ich immer hinten lassen, muss ich ehrlich sagen. Rabbit Peach. Ich krieg dich. Eindruck. Vielleicht bin ich wieder ein bisschen zu ohrlig, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, da sind Bomb-Bombs. Ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen runterkommen und sagen, schnell, ich besiege erstmal die Gegner, die da rum sind. Weil dich kann ich mit Raserei umbringen. Ja, also ich meine, die Bombe da zu hitten wäre schon geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ganz ehrlich, wir machen das auch. Genau deswegen. Und dich, ja komm, scheiß drauf, bring mir dich halt um. Oder halt Schaden, ja, oder könnte ich umbringen. Haben wir erstmal so ein bisschen Abstand, Sicherheit. Ja, guck mal, die beiden sind gesichert. Niemand kann die angreifen. Niemand. Können wir nächste Runde richtig reinbettern. Ja, die können mich halt nicht angreifen. Da ist egal, was sie machen. Da kannst du da ruhig ballern, was du willst, aber ist scheiß drauf. Und da kommen neue Gegner, dachte ich mir aber schon, weil... Wenn man wirklich alle sofort auf dieses... hinzielen muss, wäre schon krass. Wäre echt krass. Armsee. Okay. Kann ich hier irgendeinen nehmen? Nein, okay, dann müssen wir es mal so ganz kurz wieder so machen. Okay, dich verstecken wir dann hinter diesen großen. Können wir dich sogar vielleicht noch angreifen? Ein bisschen. Heilung wäre schwachsinnig. Könnte ich ihn noch vielleicht treffen? Nee, nee. Ja, nee, nee, nee. Lassen wir so. Oh, oh, oh. Okay. Okay, machen wir den. Das war blöd. Machen wir das. Ich bin jetzt etwas ruhiger, weil ich ein bisschen konzentrieren muss. Weil wir jetzt keinen damit haben. Nee, da will ich eigentlich nicht hin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wir kämpfen jetzt auch ein bisschen auf der Seite erstmal. Obwohl ich mit Rabbit Pete wahrscheinlich ein bisschen weiter nach hinten gehe. So. Machen wir das so. Oh, ich kann das nur auf ein. Nein. Oh nein. Oh mein Gott. Gute Idee, dass ich das so gemacht habe. Sonst noch wer? Sehr gut.
Ja, aber jetzt muss ich da hinten hin zu die Bonbons. Okay. Mal doppelte Geschwindigkeit. Ich finde aber gut, dass wir auch immer die Bonbons haben. Also echt gut. Und ich glaube, wir haben es auch jetzt auch geschafft. Auch wenn ich vielleicht Rabbit Luigi nochmal ein bisschen woanders hin tun muss, weil... Ich habe keinen Bock, wenn er Schaden nimmt. Gebe ich ganz ehrlich zu. Aber dafür Rabbit Peach Schaden nimmt. Okay, scheiße. Scheiß drauf. Wir haben jetzt schon lange gebraucht für den... Ich glaube, wir sind jetzt schon bei 22 Minuten bei diesem Part knapp. Okay. Ich glaube, wir machen auch nicht mal ganz so viel, würde ich sagen. Aber erstmal befreien wir den Spark. Es war Spaß in 14 zu spielen, wisst ihr? E-Riser, ich bin E-Riser. Danke für die Rettung. Lass mich kurz die Luft holen, dann können wir los. Dumm, schlicht so, dumm. Aufgabe abgeschlossen. Ah, wir haben uns dem Team angeschlossen. Yay. Nämlich sehr schön. So, das ist hier die... Aber ist hier noch irgendwas? Nee, dann glaube ich, dann gehen wir erstmal wirklich wieder zurück hier. Los. Und werden, glaube ich, diese eine letzte Bomb-Omb-Aufgabe auch noch heute lösen. Würde ich vorschlagen. Weil ich glaube, können wir hier noch nachschauen, welche Aufgaben wir machen müssen? Aufgabenprotokoll. Nebenquests sind das, oder? Genau. Hier. Bomb-Omb-Jagd. Machen wir die jetzt noch ganz schnell fertig. Auch, glaube ich, wenn wir die... Also, ja. Auch wenn wir das schon mal gemacht hatten. Nur wo ist da eine Bomb-Omb? Ist er noch da hinten wieder? Nein, hier. Oh, warte mal, der ist grün. Haben wir den nicht schon gemacht? Heißt das, dass wir den gemacht haben? Oh, ich bin verwirrt. Ich finde es nicht geil, wenn das jetzt nicht zählt, damit, weil er nicht respawned ist. Da muss ich jetzt schauen. Oh, es geht schnell. Ist das einer? Ne, besiege 3. Ja, so. So. Ich muss euch leider enttäuschen, ihr kleinen Viecher. Ich bin wesentlich stärker geworden. Weil ich meine, ich kann euch jetzt gleich sogar in zwei Runden killen. Ne, in einer sogar hier. Sagt wieder und hat verkackt ein bisschen. Weiß war, dann explodiert. Dann explodier halt, Bonbon. Weiß, dann explodier dann halt einfach, okay? Ist auch nicht so schlimm. Und dass du ein Leben hast, ist schon ein bisschen assihaft. Aber dann, okay, Bonbon, explodier und so gewinnen wir das Match auch. Ist okay, Bonbon. Ich nimm's dir nicht übel, wirklich. Ich nimm's dir echt nicht übel. Aber war schon heute wieder richtig geiler war. Ich bin so hyped auf das Game. Ah ja, okay. Alles gut. Zum Leuchtturm. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt zum Leuchtturm gehen, ob das Finale ist. Wenn ihr versteht, Leute. Und wenn das Finale ist, dann weiß ich nicht, ob ich da jetzt schon reingehen will. Weil das in diesem Part safe nicht verpassen wird. Genau deswegen. Dann machen wir so ein bisschen noch Teamordnung. Das ist heute mal ein kürzerer Part halt für euch. Mit dir. Ein Fertigkeitspunkt. Komm, lass mal schauen. Okay, bei denen können wir, glaube ich... Bei denen können wir erstmal nichts machen. Bei Mario können wir mal sehr viel was machen. 40 Trefferchance, Flugzeit, Leben. Aber Leben würde ich halt schon ganz geil verbessern. Okay. Das ist krass, das habe ich gar nicht gewusst. Ich
50 Sprungschuss. Er kann Sprungschuss? Okay. Okay, hätten wir schon mal Mario fertig. So, Luigi. Weißt du was? Wir machen das selber. Wir machen das einfach mal alle mit allen. Leben. Luigi, das kannst du nicht. Das kannst du gerne haben. Und du bist ja eh unser Sniper, deswegen mehr auf Schaden. Pete, was machen wir denn bei dir? Machen wir dasselbe? Oder mit Mario machen wir auch dasselbe? Weil einfach, dass wir so ein bisschen fertig sind. Stimmt, und den Sparks wollte ich jetzt nachschauen, Leute. Ich mag diesen Spark sehr gern. Aber ich weiß nicht, wie ich upgraden soll. Mal da X aufwerten. Stufenobergrenze erreicht. Und die musst du Heldenstufe 9 erreichen. Ah, okay, auf 9 müssen wir die also. Ja gut, dann Leute, dann machen wir das mal ganz kurz. Ich meine, wir haben ja durch das zusätzliche Kämpfen, was ich ja mal gemacht habe, ungewollt, dann auch ein bisschen abgegradet, deswegen... Ah, stimmt. Was ist denn der hier? Schockraserei. Alle Rasereiangriffe fügen 120 Schaden zu und haben den Schock super... Oh, okay. Ganz ehrlich, den würde ich für Rabbit... Rabbit Peach machen. Ah, oder ich schließe wieder das Menü. Lieben wir. Ah ja, die Steuerung, ich liebe sie. Mann, ich würde gerne eine Funktion haben, wo ich sofort alles gleich aufleveln kann und alles sofort. Ich meine, ich habe halt einfach schon mal ein bisschen früher gelevelt. Vielleicht mache ich einfach, wenn ich off-camp bin, vielleicht nochmal ein bisschen kämpfen. Vielleicht, aber ich denke, das wird eher passieren, wenn ich es wirklich nötig habe. Weil wir sind erst noch in der Anfangswelt, wir haben noch so viel zu tun hier. Und ich glaube, das wird halt echt erstmal noch gar nichts sein. Aber dann würde ich, glaube ich, erst sagen, das war's mit dem Part. Denn im nächsten Part kommt dann bestimmt der Boss, weil das muss der Boss sein. Also wenn nicht, dann krass. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Abonniert nicht vergessen, um den Boss des Strahle Strand, Strahle Stadt, was auch immer, hier nicht zu verpassen. Dann würde ich sagen, bis dann und ciao.